Ehre, hier zu euch zu sprechen. Ich überbringe euch die Grüße der Partei Die Linke. Wir sind an eurer Seite, wenn es darum geht, gegen Rassismus und Faschismus zu kämpfen. Und wir gedenken mit euch allen der Opfer, die dieser Rassismus und der Faschismus bereits erfordert hat. Und wir sehen mit großer Sorge, dass in Europa der Rassismus und der Faschismus wieder stark wird. Warum? Weil es nicht gelingt, mehr Gerechtigkeit in Europa umzusetzen. Ungerechtigkeit ist der Nährboden für Rassismus und Faschismus. Deshalb fordern wir soziale Gerechtigkeit in ganz Europa. Es ist eine Schande, dass in vielen Ländern Europas die Jugendlichen keine Arbeit haben. Wenn ich mir vorstelle, dass in Spanien und in Griechenland fast 60% der Jugendlichen keine Arbeit haben, dann ist das eine Frage unserer Wirtschaftsordnung. Wir brauchen keine Wirtschaftsordnung, in der es darum geht, eine Minderheit immer reicher zu machen. Wir brauchen eine Wirtschaftsordnung, in der die Jugend eine Zukunft hat, und zwar alle Jugendliche. Das ist unser Ziel, und dafür wollen wir gemeinsam kämpfen. Wer soziale Ungerechtigkeit in Europa beseitigen will, der muss glaubwürdig auch hier in Deutschland bei uns anfangen. Und es ist so viel von Integration die Rede, ich kann das manchmal gar nicht mehr hören. Sozialpolitik, Gerechtigkeit, das ist die beste Integration. Und wenn ich die Arbeitsbedingungen in Deutschland sehe, dann muss ich sagen, wir brauchen endlich einen Lohn, von dem sich leben lässt, von dem sich eine Familie ernähren lässt. Wir brauchen den gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde. Das ist die Forderung unserer Tage. Und über diese Forderung, liebe Freundinnen und Freunde, ist jetzt lange genug geredet worden. Ein Mindestlohn ist die Forderung der Arbeiterbewegung von Anfang an. Von Anfang an hat die Arbeiterbewegung schon im 19. Jahrhundert einen Mindestlohn gefordert. Und wir fordern in Deutschland als Partei Die Linke diesen Lohn seit unserer Gründung, seit unserem ersten Antreten in den Bundestag für die Bundestagswahl 2005. Und ich sage hier, es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass alle anderen Parteien zwar vom Mindestlohn reden, aber im Bundestag immer gegen den Mindestlohn stimmen. Wir brauchen Glaubwürdigkeit in der Politik. Wer vom Mindestlohn redet, muss auch für den Mindestlohn stimmen. Und dieser Mindestlohn ist auch die Grundlage für eine auskömmliche Rente im Alter. Frank Zierske hat bereits davon gesprochen. Und das betrifft eben die erste Generation, die hier anfing, nach dem Kriege zu arbeiten. Die brauchen irgendwann Sicherheit im Alter und die nächste Generation ebenfalls. Und da kann man nicht ständig Renten kürzen. Es gibt einen Satz von der französischen Schriftstellerin Simone de Beauvoir, die sagte einmal, dass der Grad an Menschlichkeit einer Gesellschaft dadurch bestimmt ist, wie diese Gesellschaft mit den Alten umgeht. Und wir gehen mittlerweile mit den Alten in Deutschland immer schlechter um, weil diese Gesellschaft immer weniger menschlich wird. Ordentliche Rente brauchen wir im Alter und deshalb weg mit allen Rentenkürzungen. Wenn ich über Arbeitsverhältnisse spreche, dann spreche ich auch über die Würde der Menschen. Der Mensch ist keine Ware. Und das Wort Arbeitsmarkt ist schon eine Beleidigung der Menschlichkeit. Denn Markt, das ist ein Begriff für Kartoffeln oder für Bananen, aber doch nicht für Menschen. Menschen brauchen würdige Arbeitsbedingungen. Und deshalb fordert Die Linke Verbot der Leiharbeit. Das ist eine moderne Form der Sklavenarbeit. Jawohl, wir müssen die Leiharbeit abschaffen. Abschaffen! Abschaffen! Wir
müssen die Leiharbeit abschaffen, aber nicht nur die Leiharbeit, auch diese perfiden Werkverträge, zu denen jetzt immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt werden, damit man alle gesetzlichen Regeln unterlaufen kann. Werkverträge dieser Art, wo Löhne von 2-3 Euro die Stunde gezahlt werden, die müssen verboten werden. Das ist ein Verbrechen, solche Werkverträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern anzubieten. Ich sagte bereits, liebe Freundinnen und Freunde, Gerechtigkeit ist die Grundlage für Frieden. Und wenn wir in aller Welt immer noch feststellen, dass Menschen umgebracht werden, dann müssen wir mehr Gerechtigkeit fordern. Und wir müssen an unsere Regierung hier in Deutschland auch die Forderung stellen, ihren Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten. Und deshalb sage ich für meine Partei, für die Partei Die Linke, und ich weiß, sie unterstützt das alle, es ist eine Schande, dass Deutschland auf Platz 3 der Waffenexporteure der Welt steht. Wer Waffen exportiert, der dient nicht dem Frieden, sondern will den Krieg. Und das ist eine Schande. Es ist so viel vom Terrorismus die Rede. Und ich fordere die Parteien in Deutschland und die Diskussionsteilnehmer immer auf, sagt doch endlich, was Terrorismus ist. Wer nicht weiß, was Terrorismus ist, der soll nicht darüber reden. Und Terrorismus nach der Gesetzgebung in Deutschland ist die rechtswidrige Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele. Und wenn man diesen Begriff nimmt, dann gibt es auch in der westlichen Politik viele Terroristen. Der Drohnenkrieg beispielsweise ist Terrorismus. Das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden. Und wenn wir jetzt beispielsweise sehen, dass dieser Drohnenkrieg, bei dem unschuldige Menschen ums Leben kommen, dass ja auch von Deutschland geführt wird, dann ist die Bundesregierung in der Verantwortung, das zu unterbinden. Denn wer rechtswidrige Gewaltanwendung unterstützt, der macht sich selbst schuldig, terroristische Aktionen zu unterstützen. Das muss aufhören. Wir brauchen Ehrlichkeit in der Politik und nicht immer die Sonntagsreden, die von Lügen nur so triefen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hätte natürlich noch vieles auf dem Herzen, um zu sagen, aber die Zeit schreitet voran und wir wollen gemeinsam feiern. Deshalb möchte ich euch danken für eure Arbeit. Und ich möchte schließen mit einem Gedicht von Nazim Hikmet. Yashamak Bir Araç Gibi. Tek ve hür ve bir orman gibi kardeş cezine bu hasret bizim internationale Solidarität. Es lebe die